Ja, hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield hier auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge sind wir auf Zabaroth gelandet und ich weiß nicht, was das Gepiepe hier soll. Schussregeneration, sagt er mir die ganze Zeit bei meinem Anzug. Und ich weiß, ich sehe auch, wenn ich hier rumlaufe, der Finn hat einen Helm auf, ich nicht. Sollte uns das vielleicht zu denken geben? Ich weiß es nicht. Ja, wir sind in der letzten Folge auch noch in die Star Eagle umgezogen, hier in dieses tolle Schiff. Was ich ja sagen muss, es sieht echt fett aus, das Teil. Schaut euch das mal von außen an. Das ist ein riesen Brocken. Und die haben ja geschenkt gekriegt, weil wir jetzt zum Ranger in Antworten sind. Aber das Ding ist von außen absolut hui. Hat übelst Firepower, glaube ich. Aber von innen ist es absolut fui. Also da muss ich ab offline, glaube ich, nochmal rangehen und ein paar Module austauschen. Ich glaube, wir müssen uns mal hier ein bisschen... Geht's da hoch? Einen Schutz wieder aufbauen. Also hier, so ein paar Sachen gefallen mir da gar nicht. Hier gehst du rein. Zack. Dann hast du hier unten den Maschinenraum. Das ist ja alles noch schön, ne? Also das ist jetzt definitiv nur hier... Man hört es auch brummen. Also ich höre es auf dem Kopfhörer zumindest. Ob ihr das jetzt hört, weiß ich nicht. Aber man hört es. Also man hat das Gefühl, jawohl, das ist... Das muss da drunter sein. Das ist eine Riesenkiste. Huch, hängen geblieben. Das braucht man da. Aber... Das geht übrigens auch schneller als Leitern laufen, das Hochspringen. Hätten sie eigentlich auch sich sparen können, die Leitern. Wieso kann das sich denn bewegen? Naja, gut. Egal. Aber ich finde, hier oben... Hier ist das Cockpit. Und ich glaube, hinter das Cockpit hier zum Beispiel, das Ding... Das würde ich gerne austauschen, wenn das möglich ist. Das ist die Frage, ob ich dieses Abteil hier austauschen kann. Mit dem, was ich auf der Und hier 2.0 haben, mit dem Bettchen da drüben und dem ganzen Spaß, das ist alles viel schöner. Hier ist so dunkel und so düster alles. Guckt euch das mal an, ich renne nochmal schnell mit euch durch. Hier hässliche Spinde in der linken Ecke, ich habe mal ein paar Knarren da reingestellt. Also von mir so ein paar, dass das ein bisschen nach was aussieht. Ja, aber ja, ein paar Zellen haben wir hier. Einer hat die Sarah das letzte Mal gepennt. Aber so richtig, ich weiß nicht. Aufenthaltsraum haben wir hier noch. Da hocken sie rum. Da geht es noch eine Etage höher. So wie ich das hier sehe. Ah ne, das sind wir ja gerade hergekommen. Ne, im Moment, das sind wir gar nicht hergekommen. Und das nächste. Hoch da. Das ist auch nochmal Aufenthaltsräume hier oben. Also ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, was ich da vielleicht noch tauschen kann. Hier ist ein Klo. Ein Spind in der Ecke wieder. Und ja, ein Tisch zum Hinhocken. Aber das sieht alles so spartanisch und kahl aus. Ich weiß nicht. Und fünf Leitern hier drin. Hast du was für mich? Nein, habe ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich muss mit dem Schiff erstmal selber klarkommen, dass ich mich hier zurechtfinde. Wenn wir hier mal einen Notstart machen müssen, da bin ich zerschossen, bevor ich überhaupt meine Kanzel zum Starten gefunden habe. Da vorne. Ja, egal. Aber da werde ich auf jeden Fall offline nochmal rangehen und gucken, was ich da irgendwie austauschen kann. Sowas wahrscheinlich eher nicht hier, weil das sind so seitlich Dinger. Also ich weiß nicht. Also, so ein bisschen Frontier 2.0-Style, so sollte schon mit dran sein. So eine hässliche Leiter da hier, das... Aber wir brauchen sie ja, ansonsten kommen wir ja da gar nicht raus aus dem Schiff. Es geht ja nur hier raus. Naja, egal. Jetzt gehen wir erstmal hier zu Delgado. Denn jeder Ort mit intelligentem Leben würde den roten Teppich für dich ausrollen. Also ist hier niemand. Haha, du Witzbull, du Elender. Ja, auf jeden Fall sollen wir ja zu Delgado gehen und ich meine, die Mission, die hieß jetzt, ja genau, Echos der Vergangenheit, sprich mit Delgado und der ist ja hier. Dann gehen wir da mal hin. Die stehen auch alle ohne Helm. Gar nicht, Vasco, kannst du gerade nicht. Die stehen auch alle ohne Helm gerade da. Aber mein Fan setzt ihn halt auf. Die ist kalt, ne? Von wegen hier, der Harte, ne? Du bist schon mal brennend durch die Gegend gelaufen, hast du mal kurz geschrien und jetzt setzt ein Helm auf, weil es ein bisschen zieht, Junge. Das gibt's ja nicht. Wird auch Zeit, dass du kommst. Ich habe dir gesagt, dass du deine Zeit verschwendest, Dell. Was? Jetzt kann ich nicht mehr einen Schluck Kaffee trinken, hier zum Feierabend. Sag mal, ich halte immer mein Wort. Und ich dachte, du magst Überraschungen. Lassen wir den Scheiß und kommen wir zur Sache. Schlägst du dich etwa auf Smethys Seite? Wir fragen mal. Ich schlage mich auf überhaupt keine Seite. Nie. Ich beobachte euch einfach nur und warte darauf, dass einer von euch einen Fehler macht, damit ich euch ausschalten kann. Ja, du bist voll der Harte, Delgado. Das habe ich schon mitgekriegt. Ich halte immer mein Wort. Auf geht's. Wir werden sehen. Und Mathis, ich habe hier das Sagen. Also halt deine Fresse. Verstanden? Schön. Also gut. Hergehört. Ich sage das nämlich nur einmal.
Wir sind hier, um an Informationen über Kriegs Vermächtnis zu kommen. Nicht wegen Beute. Egal, was ihr findet, denkt nicht nach. Werdet nicht kreativ. Bringt es direkt zu mir. Aha, ja, ist klar. Du machst dir die Taschen voll. Auf unsere Kosten. Wir müssen alles schleppen für dich. Zum Glück habe ich den Fan dabei, den Pagesel. Ja, klingt recht simpel. Das Ganze ist Zeitverschwendung. Keine Sorge, Mathis weiß gar nicht, was Denken ist. Können wir den dumm machen, den Mathis. Was genau sollen wir denn finden? Warum suchen wir im Schloss nach Informationen zu Kriegs Vermächtnis? Was sollen... Ja, wir fragen mal nach dem Vermächtnis. Bevor er den Aufstand angezettelt hat, saß Kriegs im Schloss im Gefängnis. Wenn er einen Plan zu seinem Vermächtnis ausgetüftelt hat, muss die Spur hier anfangen. Okay. Was genau sollen wir denn finden? Keine Ahnung, vielleicht ein riesiges Schild an der Wand, auf dem steht: Hier Hinweise zu Kriegs Vermächtnis. Witzig, muss ich alles vorkauen? Sucht nach Slates, Notizen, Terminal-Einträgen. Wenn er ein Gedicht auf ein Stück Klopapier geschrieben hat, will ich es haben. Ja, das Problem ist, ich muss das ja auch sammeln. Ich habe ja schon ein paar gefunden drin. Deswegen haben wir auch nur so ein paar gefunden. Der will alle haben. So sieht's aus. Okay, keine Sorge. Blablabla. Keine Sorge, Mathis. Oder Mathis weiß gar nicht, was Denken ist. Da können wir den so richtig dumm hinstellen. Nehmen wir mal nicht. Klingt recht simpel. Das ist so simpel, dass sogar ein Neuling wie du es hinbekommt. Moment, was? Wir dürfen nichts mitnehmen? Wie soll ich dann bitte Geld verdienen? Okay, das reicht. Wenn ihr mit der Crimson Fleet fliegen wollt, müsst ihr eine einfache Regel befolgen. Auf einem Job macht ihr genau das, was ich sage. Ohne Fragen. Wenn ihr damit ein Problem habt, sagt Bescheid. Dann lasse ich euch auf diesem Eisball zurück und ihr seid nach ein paar Stunden tot. Ja, ja. Na, Delgado, der Schreckliche. Mathis hat hier doch das Maul aufgerissen. Verstanden, aber ich arbeite nicht gerne umsonst. Ja, Mathis hat doch hier das Maul aufgerissen. Jetzt mach ich das mal, komm. Er red nur, Arschloch. Nehmt den Fuß vom Gas, beide, sofort. Ach ja, eine Sache noch. Dein Anhang hier kann bis zu den äußeren Gefängnistüren mitkommen. Aber rein lasse ich ihn verdammt nochmal nicht. Der Weg vom Landeplatz zum Schloss ist recht weit, also Bewegung. Ja, was? Ich darf den nicht mitnehmen? Fan, du musst hier bleiben, hast gehört? Die wollte ich nicht, weil du so gold angezogen bist. Oh, die rennen schon. Ja, er kommt aber mit. Mal gucken, wo er stehen bleibt. Habt ihr alle schon eine Knarre drauf? Echt jetzt? Nehme ich auch mal eine. Oh, das sieht aber cool aus. Guck mal. Ihr könnt aber auch schießen, ne? Oder? Was macht ihr da? Wo geht ihr denn hin? Sag mal, wo sollen wir denn hin? So zäh waren sie wohl doch nicht. Hier, Delgado, trefft ihr auch was? Oder muss ich alles alleine machen? Mein Fan schießt alles weg für euch. Und dann darf man nicht mal mit rein. Das Schloss, Ort entdeckt. Alles klar. Ja, lauf dir mal. Ich überlege noch, was für eine Waffe ich nehmen soll. Hier bin. Alles muss ich machen bei euch hier, ihr Affen. Wo denn nur? Oh, hier vorne, bei mir direkt. Direkt vor der Latz, Junge. Ja, ist doch gut. Mensch, bin doch schon dabei. Der hat echt einen coolen Helm. Ach, das ist Piratenhelm, genau. Was machst du da, Delgado, da oben? Das machst du ja gar nicht. Wenn ich mal wüsste, wo ihr hier irgendeine Kacke macht. Ich blicke hier überhaupt nichts, was ihr hier treibt. Ihr rennt nur dumm durch die Gegend.
das ist, weil ihr euch alle immer verpisst. Wir müssen da rüber. Der ist doch schon längst... Jetzt reicht aber hier. Jetzt gehen wir auf den Infrared mit Schrotflinte. Da war noch mehr, oder? Nicht? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? So ein bisschen? Wir sollen doch hier rein. Was macht ihr denn? Dann kommt ihr her und lasst die Viecher in Ruhe. Junger irgendwas? Ich bin ein junger Gott, ich weiß. Ja. Oh, hinter mir, glaube ich. Nicht? Ist das jetzt hier Pflicht, dass wir die erst alle wegmachen? Ben, was mit dir? Du kriegst schon wieder von Sack, oder was? Was, das macht Spaß, sagst du? Also ich weiß nicht, was die hier von mir wollen. Also die Viecher spawnen doch andauernd neu, oder? Habe ich das Gefühl. Ja, die spawnen doch einfach nur. Stirb. Ich gehe jetzt zu diesem blauen Punkt hier. Ich piepe hier die ganze Zeit. Mein Anzug schreit. Das ist... Alter, sind sie doch. Was soll denn das? Sag das doch. Mann, dass das nur Zeitverschwendung ist. Gibt's denn das? Da sind wir. Hier hat Jasper Kriggs das Fundament für die Suche nach dem Vermächtnis und für die Crimson Fleet gelegt. Das Schloss. Okay, ich bin bereit. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, was da drin wartet. Ja, das ist wirklich ein Problem. Wie lange war Jasper Kriggs hier drin? Hilf mir mal auf die Sprünge. Was war das Schloss doch gleich? Das war so Knast, das haben wir doch gelesen. Wir machen mal, wie lange da drin war. Ungefähr 5 Jahre und angeblich hat er ab dem ersten Moment seine Flucht geplant. Okay, das Problem ist, dass wir nicht wissen, was da drin wartet. Ich bin bereit. Ja, er muss das Ding echt hartzackig aufmachen. Es ist eisig hier draußen. Dann dreh mal deine Anzugheizung auf, Mathis. Da drin wird's nämlich nicht viel besser sein. Also weiter. Wir können nicht den ganzen Tag hier rumstehen. Ja, dann mach auf das Ding. Ich will da rein. Los, da raus. Die Karte hat ein kleines Vermögen gekostet. Hoffentlich lohnt es sich. Wir sind drin. Los geht's. Ja, doch sind wir nicht drin. Du zuerst. Komm hier, Chef. Du hast die große Klappe, dann gehst du... Geh da jetzt rein. Der Nächste bitte. Ich komme nach euch. Nicht Ladies first hier. Ihr first. So, Fan, du darfst ja leider nicht mit rein. Du musst jetzt hier warten. Mal gucken, ob du mit reinkommst. Wir gucken mal. Also der Fan, der steht wirklich da draußen und darf nicht rein. Also Augen offen halten. Wenn ihr irgendwas Ungewöhnliches seht, sagt Bescheid. Wenn's feindselig ist, schaltet es aus. Simpel. Wie viele Leute haben die UC hier unten eingesperrt? Mindestens ein paar hundert. Nicht sehr komfortabel, aber besser als zu versuchen, auf der Oberfläche zu überleben. Nicht viel besser. Selbst mit eingeschalteter Heizung ist das hier ein Drecksloch. Jetzt weißt du, warum sie die Schnauze voll hatten und sich von Kriggs haben rausführen lassen. Und so hat die Crimson Fleet angefangen. Ja, ja, die Story kennt jedes Kind. Es ist keine Story, Mathis. Es ist Geschichte. Merkt ihr das? Und jetzt halt die Klappe und die Augen offen. Ja, dann halten wir mal die Klappe und die Augen offen. Also ich nicht. Ja, also ich halte die Augen offen und nicht die Klappe. Ja, ich bin gespannt. Boah, ich will da drüben reingucken. Was soll das denn? Kann ich jetzt einfach hier rumlaufen oder muss ich dir hinterher dackeln? In meinem Schleichmodus. Dann haben sie die Gefangenen vermutlich registriert und danach in einen Zellblock gebracht. Kannst du dir vorstellen, den Rest deines Lebens unter einer Tonne Eis festzusitzen? Ja, klar. Muss schrecklich gewesen sein. Aber besser die als wir, oder? Wartet, seid mal still. Habt ihr das gehört? Was? Weiter, Feuer!
ihr von den Dingern? Schaltet sie alle aus. Oh, wie sind denn hier? Diese mistigen Ekligen, das gibt's ja nicht. Boah, ist doch mal, seid ihr bescheuert? Wie viel sind das denn? Und ich muss nachladen, zum Scheiß. Dann sag die Kiste. Na, die hier. Ist das? Hat's jetzt. Du bist ja kaum der Anstrengung wert. Boah, die hat immer noch nicht nachgeladen. Jetzt lad die Kiste nach. Da muss man echt mal was leveln, dass das schneller geht. Das ist ja nervig, weil wenn du rennst, dann hört's auf zu nachzuladen. So, lad jetzt nach. 9 Schuss haben wir da drin. Das voll ein. Sichere den Bereich? Habe ich das jetzt nicht? Wir sollen ja nichts nehmen. Ich habe Hunger. Ist mir egal. Hier ist jetzt was. Und saufen wir auch. Ein dunkles Lager. Ey, wer saufen jetzt erstmal ein paar Bier hier? So. Dichtmittel nehmen wir auch mit. Komplett her mit dem Zeug. Ja, ich will da wieder raus. Ich habe nichts genommen, das hast du nicht gesehen. Degado, das war ich nicht. Außerdem habe ich einen gesoffen, haha. Jetzt bin ich übermütig, könnte ich ja mal hauen. Mal gucken, was da passiert. So, bäm. Jetzt sollen wir jetzt hier in den Bereich herumsuchen, oder was sieht so aus, ne? Da hinten ist was blau. Ach so, ich muss noch ein paar Viecher töten, ne? Aber hier sind wir doch hergekommen. Ne, das ist mein Fender draußen, der blaue Punkt. Ich muss mit dem Delgado wieder quatschen. Mutig. Nehmen wir auch noch ein paar Körperflüssigkeiten mit hier. Einfach, weil es geht. Klebstoff. Das hat nichts mit Informationen zu tun. Das Zeug kann ich mitnehmen, ohne es dir geben zu müssen, Freundchen. Jetzt guck ich mal da hinten hier, ob hier noch irgendwas ist zu finden. Was machst du denn da? Hey, du sollst hier nicht. Ey, und überhaupt, der hat gesagt, wir sollen nur gucken nach irgendwelchen Informationen. Fummelst du da drin rum? Gibt's hier irgendwas? Gibt es nicht, verdammt. Da gibt's einen Anzug. Deep Raccoon Kraftvoll Rucksack. Ja, aber das ist mir zu teuer und zu schwer. Zu wenig wert und zu schwer, das Ding. Das kostet 4000. Ah, Navigator für Edel, das ist alles Schund. Das ist Schund. Das nicht, das nehmen wir mit. Zu bauen. Brauche ich es nicht herstellen. Eine Lagerkiste. Was ist da drin? Aha. Einsteiger, das geht aber. Mal gucken, ob ich den Einsteiger auch gleich verkacke, weil ich die große Klappe hatte, dass es geht. Der passt ja schon mal gar nicht, der erste. Aber du passt. Haha. So, was haben wir denn noch hier übrig? Ja, das machen wir so. Nehmen wir dich hier. So, und jetzt? Das könnte genau aufgehen, ha? Ja, ich bin so gut. Was ist das denn für ein komischer Helm? Der hat auf jeden Fall Schutz, ist er definitiv besser. Wenn das Ding nicht so hässlich wäre. Ist echt hässlich. Aber er ist auf jeden Fall schwerer als meiner. Hat thermisch ist er besser. Und bei den ganzen Schadenswerten ist er auch besser. Hat Kopfgeldjägerhelm. Ja, das fällt mir jetzt einfach mal ins Inventar. Das tut mir leid. Und den werde ich auch nicht abgeben. Das kannst du vergessen. Den Bodencrew-Anzug brauche ich jetzt nicht. Den lassen wir da drinnen. Da geht's nicht weiter. Ja, weiter hinten war nichts mehr, oder? Nee, da war nichts. Halt, Moment, können wir da hoch? Nee, können wir nicht. Ja, da müssen wir wohl zu unserem Delgado zurück und mit dem mal kurz faseln. Aber nicht bevor wir hier alles abgegrast haben. Da oben ist auch noch was. Credits, haha, ja. Meine Credits. Okay, das ist eine Scheibe. Da kommt man nicht durch. Was machst du denn da? Dreck am Schuh oder was? Ja, Dreck am Schuh. Rendezvous. Nachher weg. Ja, dann quatsch mal mit dem, aber guck, was er erzählt.
Da muss irgendwo ein Nest sein. Wahrscheinlich sind die Biester überall. Ja, und ihre Kumpels haben das Geballer sicher noch einen Kilometer weit weg gehört. Hast du keine Eier, oder was? Ja, das werde ich auch sagen, glaube ich. Du hast recht, wir müssen uns beeilen. Wie meinst du das? Hast du keine Eier, oder was? Wären wir nicht mit Delgado unterwegs, würde ich dich dafür umlegen. Schluss jetzt! Wie konnte ich so blöd sein, euch beide gleichzeitig mitzunehmen? Also mal sehen. Wir sind wohl in einem Bereich für den Gefangenentransfer. Aber es ist alles abgeriegelt. Da ihr so gute Freunde seid, geht doch mit Mathis in den Kontrollraum und seht nach, ob ihr noch ein paar Türen öffnen könnt. Na toll, jetzt muss ich mit dem Weichei hier losziehen. Das gibt's ja nicht. Naja, wir werden bestimmt noch Freunde, Mathis. Ne? Du bist ja voll die harte Socke. Mit deiner komischen Energieknarre da. Hier war ich doch schon. Oh, Scheiße, schreck mich nicht so, Spiel. Verdammt. So Mist, wir kommen nicht mehr zurück. Ich will nicht mit dem Weichei alleine hier rumlaufen müssen. Das muss eine meterdicke Schicht aus Eis und Stein sein. Wir sind abgeschnitten. Hey, Dell! Hörst du mich? Dell! Scheiße, da kommen wir nicht durch. Super, echt. Was zur Hölle machen wir jetzt? Jetzt habt ihr dich so. Wir halten uns an den Plan. Vielleicht können wir da irgendwie durchbrechen. Sei einfach still und lass mich nachdenken. Ja, ich will es mir ja nicht ganz verscheißen mit dem, ne? Also, ich habe jetzt schon ein paar Mal gedisst. Wären wir mal lieb hier. Wir halten uns an den Plan. Den Plan? Wen interessiert der scheiß Plan? Sieh es ein. Wir sind auf uns allein gestellt. Okay, dann sollten wir uns weiter an Delgados Befehl halten. Als erstes müssen wir einen Weg hier rausfinden. Hoffentlich hast du einen neuen Plan. Ich habe nämlich keinen. Glaubst du, Delgado testet uns? Sollen wir das mal fragen? Ich frag mal. Glaubst du etwa, er hat den Einsturz geplant? Nein, vergiss es. Mir ist schon klar, dass wir uns hier unten beweisen sollen. Aber ich glaube nicht, dass Delgado das geplant hat. Dann sollten wir uns an Delgados Befehle halten, ja? Als erstes müssen wir den Weg hier rausfinden. Hoffentlich hast du... ich habe keinen Plan, mach ich nicht. Ich mach mal die Befehle. Warum? Weil seine loyalen kleinen Soldaten das so machen müssen? Vergiss es. Ich habe einen besseren Plan. Wir nutzen die Gelegenheit, um Delgado auszuschalten und gleichzeitig einen Batzen Credits zu verdienen. Alter, ich höre... Ich verrate Delgado nicht. Eigentlich müsste ich dich dafür direkt erschießen. Wie sollen wir ihn denn bitte ausschalten? Meinst du das ernst? Wir machen das wirklich hier und jetzt? Ich will den Delgado aber nicht umnieten. Ich höre... Scheiße, ich verrate Delgado nicht. Ich mach das mal. Ach komm schon, wir sind nur Neulinge. Wann kriegen wir je wieder so eine Chance? Tun wir mal kurz so, als hätte Delgado recht. Als gäbe es hier Informationen über Crixes Vermächtnis. Wenn wir ihn erstmal losgeworden sind, graben wir das Zeug selber aus und verkaufen alles an Neva. Dann schwimmen wir in Credits. Ja, vergiss es. Ich bin dabei vorerst. Woher weiß ich, dass Delgado nicht einfach dich nicht einfach beauftragt hat, meine Loyalität zu testen? Willst du etwa, dass die Grimson Fleet uns den Rest unseres Lebens jagt? Sind die Informationen nicht mehr wert, als sie uns je zahlen kann? Ich frag mal. Vergiss es. Wir wissen doch beide, dass alles, was wir hier über das Vermächtnis finden, eine Sackgasse ist. Wenn Neva ihr Leben lang Geistern hinterherjagen will, soll sie ruhig. Aber wir haben Wichtigeres zu tun. Unser Geld ausgeben zum Beispiel. Ja, ist klar. Das ist so richtig der Geldgeier nur hier. Willst du etwa sagen, dass die Crimson Fleet... Nee, das will ich nicht. Willst du etwa die Crimson Fleet... Da haben wir doch gerade. Woher weiß ich, dass Delgado dich nicht einfach beauftragt hat, meine Loyalität zu testen? Vergiss es. Ich mach mal das da unten. Bist du irre? Ich bin doch nicht Delgados Spitzel. Ich reiß mir den Arsch auf, um Crimson Fleet Captain zu werden. Genau wie du. Und falls es dir entgangen ist, wir sitzen beide hier fest. Wenn wir hier nicht rausfinden, meldet nie wieder irgendjemand irgendwas. Vergiss es. Schön, wie du willst. Weißt du, fast hätte ich angefangen, dich zu respektieren. Und jetzt suchen wir einen Weg hier raus. Mathis folgt dir jetzt. Also der läuft mir jetzt hinterher. Das ist quasi jetzt... kann ich dem auch sagen, bleib hier stehen.
Kriegs Vermächtnis von wegen. Blöde Lagerfeuergeschichten, um uns auf Linie zu halten. Hol wartende Begleiter ab. Was? Hab ich den jetzt da hingestellt? Ja, von wegen. Der kommt da hinterher gedackelt jetzt. Der Mathis Castillo. Sag mal, Leute, haben wir nicht über den irgendwas gelesen? Dass der irgendwie gewieft ist oder dumm oder so? Moment. Wir haben doch im Inventar hier so Dinger gekriegt. Notizen? Wo waren die jetzt? Die neuesten. Kann ich das nicht sortieren irgendwie? Ging das nicht auch? Warum denn nicht? Wichtiges Tagebuch ran. Fanatiker Befehle. Nein. Teil. Oh, echt jetzt? Notiz von Mom. Genau, das brauche ich jetzt. Was war da eigentlich drin? Hallo, Alex Ripley. Ripley. Mein Schatz, ich habe neulich unsere alten Sachen durchgesehen und etwas gefunden, was mich an dich erinnert hat. Ich weiß, du bist wichtig und beschäftigt, aber es wäre schön, wenn du mal zu Besuch kommen könntest. Ich vermisse dich. Alles Liebe, Mom. Okay. Ja, das aber, ja, ich weiß, könnte ich auch mal wieder machen, dahin fahren, aber ich, wo ist denn das? Wir haben doch hier von den Crimson, das sind sie doch. Neava, Delgado, Adler Camp. Also von dem Mathis haben wir nichts. Okay. Also vor ihm brauchen wir keine Angst haben, vor ihm gibt es nicht mal ein Slate. Ja, und wo gehen wir jetzt hin? Lockere Abdeckung. Das ist eine Möglichkeit. Ja, was wäre denn die andere jetzt gewesen, du Held? Stehst du da und guckst mich blöd an, ne? Kannst gleich hier an der Kreissäge arbeiten. Stell dich gleich ab. Ah. Okay, Sauch. Was zur Hölle ist bitte so wichtig, dass ich um diese Uhrzeit aus dem A-Block herkommen soll? Kennst du Jasper Crakes im D-Block? Der will ausbrechen und er will, dass ich mitkomme. Crakes glaubt echt, dass er aus dem Schloss ausbrechen kann? Warum höre ich das erst jetzt? Crakes hat es nur den paar Leuten gesagt, denen er vertraut. Wir müssen es geheim halten, sonst legt er uns um. Und warum erzählst du es mir dann bitte? Komm schon, muss ich dir das echt erklären? Weil ich dich mag, Rickard. Und will, dass du mitkommst. Wir treffen uns seit Monaten in dem Lagerraum um. Du weißt schon, ich hatte gehofft, dass da noch ein bisschen mehr ist. Mann, Sauch, ich wusste nicht, dass dir das so geht. Gib einfach Bescheid, dann... Oh, scheiße. Ich habe die Aufnahme nicht gestoppt. Aufnahme? Scheiße, was? Rickard! Wir treffen uns nie so spät hier unten. Ich dachte, du willst mich umbringen, okay? Dich umbringen? Himmel, nein. Ich liebe dich, okay? Muss ich es echt sagen? Tut mir leid, Baby. Ich schalte das Ding aus und entschuldige mich, okay? Okay, die Chanel Rickard und Gefangenenlock Savarov, das Schloss. Ja, mitgefangen, mitgegangen. Okay. Das haben wir jetzt eingesammelt. Da bin ich mal gespannt, was wir hier noch finden. Eine Anzugswerkbank, da will ich jetzt nichts machen. Eine Waffenwerkbank. Diese Dinger bei der Kälte überleben, ist doch scheiße. Da wird schon wieder geballert. Da draußen ist Stress, glaube ich. Einen Schrank öffnen. Und da ist nichts drin. Ist es dein Ernst jetzt hier? Mach das Ding wieder zu, Junge. Sollen wir mal die Waffenwerkbank gucken, ob wir da irgendwas machen können? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben gerade sowieso nicht dabei. Ich glaube, ich bin auch nicht... Oh, ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich hier Levelpunkte und sowas vergebe. Ich sag's dir. Ich tue mir nie wieder Eis in einen Drink. Das haben wir ja schon so weit möglich gepimpt. Flechtmunition, intern keine, das kann ich auch noch nicht, glaube ich. Und Skin gibt es auch nicht zu ändern. Ich glaube, interne Mods kann ich noch nicht machen. Das müsste ich echt mal leveln. Naja, interne Mods 1, 2, 3, das geht alles nicht. Stecherabzug könnte ich wohl machen, oder was? Nee, da rechts ist benötigte Forschung. Alles klar, das mit den Waffen, da muss ich mich erstmal weiter leveln. Und apropos... Kannst du dir vorstellen, wie wütend die Gefangenen gewesen sein müssen? Da wäre ich echt nicht gern Wache gewesen. Naja, jetzt komm mit hier. Da draußen war Stress, da gab's Blut, da gab's Tote. Ein Tauwiderstand, das sind Roboter hier. Was schon mal gut ist, ist, dass die hier draußen liegen und nicht irgendwie aktiviert werden. Lag da was auf dem Tisch? Ich hätte was übersehen.
Weil ich den sein dummes Geseiere. Na, Dichtmittel häufig. Nee, brauchen wir nicht. Ah, da unten. Wenn wir schon den Müll durchfühlen, können wir uns auch was Schönes mitnehmen. Ja, mach das doch. Habe ich auch schon gemacht. Habe auch schon Sachen eingesteckt. Ja. Wir machen es aber ein bisschen dunkel, hier, dass es nicht so auffällig ist. Ah, das, wer soll ja darüber? Da vorne liegt einer. Unglaublich, dass hier die Fleet angefangen hat. Das ist Geschichte, Mann. Echt krass. Alles klar, das ist eine Funkstation, die da mit uns labern. Was? Da oben noch jemand. Ui, der sieht aber nicht gut aus. Die Türen müssen aufgehen. Die Munition immer mit? Das auch? Scheiße. Die zeigst du da nicht. Lass den Scheiß und geht ran. Ja, guck ihn dir an. Ich wette, die Dinger kriechen direkt hinter den Wänden rum. Ich warte auf Antwort. Bitte kommen. Ja, guck ihn dir an. Wenn du zu oft hier zur Gesichtsoperationskiste gehst, sieht es genauso aus. Hört mich einer von euch beiden? Ja, wir gehen ja hin. Aber vorher gucke ich mir erst alles an, was hier rumliegt. Ist das Ding überhaupt an? Hey, ihr da oben, verwendet das Intercom. Das Medpack nehmen wir mit. Scheiße, ist das Ding überhaupt an? Hey, ihr da oben, verwendet das Intercom. Eine Chemikalie, das die Effektivität im Nahkampf steigert? Hallo? Nimm mal mit. Komm schon, die Türen müssen aufgehen. Die armen Schweine. Da oben noch jemand? Die Transport? Mich einer von oh, der geht mir echt auf den Sack. Wenn sie mir hinterkommen. Ich weiß, dass wir da ran müssen, aber... Hallo? Woher gucke ich mich um? Lass den Scheiß und geht ran! Ist hier irgendwas drin, was wichtig ist? Jahre alt, ja? Komm schon, die Türen müssen aufgehen. Dass das Ding noch nicht eingekracht ist. Scheiße, ist jemand da? Einfach nur, weil er mir auf den Sack geht, gehe ich jetzt erst an den Computer und nicht zu dem. So, Sicherheitssteuerung. Sicherheitssteuerungssystem, Status, Abriegelung. Oh, ich weiß nicht, soll ich die Abriegelung überbrücken? Nummer 1 zurück, gucken wir weiter hier. LIMS 1645A-UC Nachricht. Internes Nachrichtensystem für das Schloss LIMS 1645A-UC. Von Direktor Tom Gillespie, Out 12210 an Abteilung für Gefangenentransporte. Antwort: Gefangenenklassifikationsprotokolle. Alle Gefangenen sind zu klassifizieren und abhängig von folgenden Kriterien zu ihren entsprechenden Inhaftierungsbereichen zu bringen. Im Block A normale Gefangene, Block B normale Gefangene, Block C Gewaltverbrecher, Block D Hochrisikogefangene und E Einzelhaft. Okay, also Block E ist dann das ist der Hardcore-Block. Was haben wir hier? Dasselbe nochmal, so eine Nachricht. Internes Nachrichtensystem für das Schloss. Von Security-Chef Sally Pritchard. Out 23131 an Abteilung für Gefangenentransporte. Ankunft des Gefangenen Jasper Cricks. Heute findet der Transport eines Gefangenen der Klasse 5 statt. Extrem gefährlich, gewalttätig. Jasper Cricks, LPN 987. Okay. Er trifft mit Shuttle 5. Und voller Eskorte ein. Dieser Gefangene ist nach der Ankunft unverzüglich zum D-Block zu bringen. Die Durchsuchung und der medizinische Check sind erst dann durchzuführen, wenn der Gefangene in Verwahrung ist. Krux ist schon oft aus den Gefangenschaften entkommen. Er darf nicht unterschätzt werden. Okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufmachen soll. Ja, komm, auf geht's. Fehler, okay, aktive Bedrohung erkannt. Die Sicherheitsabriegelung kann zurzeit nicht überbrückt werden. Ich warte auf Antwort. Bitte ja, kommen. Du bist die Bedrohung. Junge, du gehst mir auf den Zeiger, aber wir brauchen das. Hallo? Das ist ja. Ja, ist ja gut. Hallo. Ich war zwei, habt es also echt geschafft, ja.
es war knapp, aber wir haben überlebt. Geht ja wirklich gut los. Danke für deine Warnung vor dem Einsturz. Warum bist du so überrascht? Machst du Witze? Nach dem, was gerade war? Nach dem Eisbruch wusste ich nicht, was los ist. Ich dachte, ihr zwei seid zerquetscht worden. Es war knapp, aber wir haben überlebt. Geht ja wirklich gut los. Danke für die Warnung vor dem Eissturz, Na, ich mach erstmal oben hier. Es war knapp, aber wir haben überlebt. Klopft euch den Staub ab und hört zu. Wir sind offenbar hier eingesperrt, also müsst ihr zwei Dinge tun. Erstens müsst ihr weiter nach einem Weg suchen, die restlichen Türen hier unten aufzukriegen, sonst bleibe ich ewig hier. Und zweitens versucht irgendwas über Jasper Kriggs rauszukriegen. Habt ihr verstanden? Ja, was macht ihr in der Zeit? An die schöne ruhige Kugel schieben oder was? Wir haben's verstanden. Vielleicht sollten wir lieber hier auf dich warten. Wie sollen wir denn von hier oben die Türen öffnen? Woran erkenne ich, dass ich was Nützliches über Jasper Kriggs gefunden habe? Ja, das habe ich in der... Ich frag mal. Ich mach's leicht. Wenn du was findest, auf dem Kriggs oder Vermächtnis steht, dann nimm's mit. Es ist nicht so schwer. Naja, alles klar, ich hab's verstanden. Vielleicht sollten wir lieber hier unten auf dich warten. Nein, wir haben's verstanden. Ich auch hoffen. Und sag Mathis, er soll nicht auf dumme Ideen kommen, sonst weide ich ihn aus. Öffne die Tür für Delgado. Ja, da hast du es gehört, ne? Mathis, du sollst keinen Scheiß machen, ansonsten will er dich ausweiden. Also diese Tür wahrscheinlich, und jetzt vermute ich mal, geht es auch. Ja, komisch, ne? Musstest nur mit dem Affen reden und schon geht's. Begib dich zum Block D. Ja klar, zum Hochsicherheitstrakt müssen wir jetzt. Überprüfung abgeschlossen, alle Türen wurden entriegelt. Heidelei, heidelei, wie das hier weitergeht im Block D. Achtung, Abriegelungsmodus wurde widerrufen. Die bezahlen uns nicht genug, um in diesem Schrotthaufen herumzuwühlen. Jetzt habe ich Schreck gekriegt hier, weil die Tür aufging, aber wie? Leco mio, ihr Lieben. Ja. Das, Mann. Aber wie das jetzt hier dann weitergeht, ihr Lieben. Mit dieser abgeriegelten Kiste, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo, dass ihr dran bleibt. Ich bin gespannt, was hier doch irgendwie rauskommt, verdammt. Red mir nicht ins Wort, wenn ich abmoderiere, du Affe. Mann, gibt's denn das? Also ich bin gespannt, was im Block D auf uns wartet. Und bis dahin, habt einen schönen Abend, eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. In dem Sinne, wie immer auf dem Kanal. Tschö, mit Ö.